Hey Leute, ich bin MacPaverick. Ja, Regenprasseln auf dem Autodach, das ist für manche entspannt. Ich hingegen würde lieber Autoradio hören. Jetzt fragt mich mein Autoradio aber nach dem Code, weil die Batterie einen Zellenzusammenbruch hatte, das Autoradio längere Zeit ohne Strom war. Und jetzt muss ich diese Codeeingabe machen und weiß nicht, wo der Code ist. Wenn es euch genauso geht, dann lasst uns doch dieses Problem zusammen angehen und lösen. So, bevor man den Code eingibt, muss man also wissen, wo man diesen findet. Ja, bei neueren Fahrzeugbriefen, ja, da ist das die Möglichkeit, dass ihr den in der Zeile 23 findet. Ich habe euch das hier einmal eingeblendet als Musterbeispiel. Ja, da seht ihr also, wo ihr den Code eventuell im Fahrzeugschein finden könnt. Wenn das nicht der Fall sein sollte bei euch, dann müsst ihr einfach mal in den ganzen Heftchen, die man so mitbekommt, schauen. Einmal ist es das Serviceheft, wo man schauen kann, ja, immer mal so ein bisschen durchblättern. Meistens ist in den ersten oder in den hinteren Seiten ein Aufkleber und dort findet man dann halt in diesen Heften diesen Radiocode. Das kann auch in der Betriebsanweisung vom Auto sein oder sogar in der Betriebsanleitung vom Radio. Bei mir ist das alles ausländisch, weil ich ein Auto aus dem Ausland, ein EU-Auto, importiert habe. So, was macht man dann, wenn das Ganze hier immer noch nicht zu finden ist? Dann ist das Problem noch nicht gelöst. Dann kann man Glück haben, wie in meinem Fall, dass sich das Problem von alleine löst, denn bei vielen Autos ist der Code auch im Steuergerät eingespeichert und bei mir hat es dann nur eine Weile gedauert, nachdem ich eine neue Batterie hatte, eine Minute oder sowas, dann hat das das Steuergerät zum Radio übertragen und ich konnte wieder Musik hören und alles war cool. So, was ist jetzt, wenn das bei euch nicht passiert, beziehungsweise auch das Steuergerät irgendwie gelöscht war und dort der Code nicht mehr hinterlegt ist? Dann, ja, bleibt euch nichts anderes übrig, als zu eurer Werkstatt zu fahren und dort einmal zu fragen, ob es diesen möglich ist, mit der Seriennummer vom Radio einen neuen Code für euch zu generieren. Ja, bei Vertragswerkstätten ist das möglich. Fragt einfach mal bei eurer Werkstatt nach. Das kostet so um die 100 Euro, sage ich mal, und dann habt ihr wieder einen Code. Müsst ihr halt wissen, was ihr für ein Radio habt, ob sich diese 100 Euro lohnen. Ja, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Aber wie gesagt, schaut erstmal danach, was ich euch gezeigt habe. Ansonsten hoffe ich, dass dieses Video euer Problem lösen konnte. Wenn ja, würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Wer es noch nicht tut, kann mich auch gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr weitere Anleitungen von mir. Ich sage bis dann, euer MacPaverick.